So, das ist die letzte Folge unseres Formats, wo wir ein bisschen besser die Heimat unserer Austauschschüler und von Mace kennenlernen wollen. Und jetzt soll es eben genau um dieses Interview gehen, in dem wir Mace interviewen und sie ein bisschen fragen, ja, wie das Leben in ihrer Heimat abläuft und wie vielleicht jetzt das neue Leben in Deutschland für sie ist. Viel Spaß! Hi Mace, stell dich uns doch einfach mal kurz vor. Hey Sophie, also ich bin Mace Taha, ich komme aus Syrien, ich wohne in Deutschland seit 18 Monaten und ja, ich bin 17 Jahre alt. Was denkst du über die Vorurteile, die viele Menschen über dich und Menschen deiner Herkunft haben? Ja genau, wenn ich sage, dass ich eine Syrerin oder Araberin bin, viele haben diese Vorurteile im Kopf, dass wir in der Wüste leben, wir benutzen Kamele als Transportmittel, wir natürlich unterstützen Osama Bin Laden und den IS, wir rauchen Shisha den ganzen Tag und so weiter. Und ich persönlich finde es grauenvoll, dass die Menschen so wenig über uns wissen und über unsere Kultur, um solche Vorurteile überhaupt entstehen können. Also ich persönlich muss sagen, ich weiß auch nicht viel über Syrien. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Klar. Also Syrien ist ein Land in Westasien und halb so groß wie Deutschland ungefähr. Im Jahr 2011 hatte Syrien ca. 22,5 Millionen Einwohner. Seitdem ist aber die Zahl leider drastisch gesunken. Und seit 2011 wird das Land vom Bürgerkrieg erschüttert. Es bekriegen sich den IS, die Rebellen und das Regime. Kannst du uns etwas über die Kultur in Syrien erzählen? Ja, in Syrien gibt es ganz viele ethnische und religiöse Gruppen. Die Sunniten sind die meisten von ihnen, aber zum Beispiel gibt es auch Drusen, Juden, Christen und Syrer-Orthodoxe. Aber die sind nur ein paar Beispiele von Beispiele für die vielfältige Kultur in Syrien. In Syrien wird als Wiege der Zivilisation bezeichnet. Zum Beispiel entstand in Syrien das erste Alphabet in der Geschichte. Ja. Und alle heutigen Alphabete bauen teilweise darauf auf. Was kannst du Interessantes über die Hauptstadt Damaskus erzählen? Also die Hauptstadt Damaskus ist am längsten durchgehend bewohnte Stadt der Welt. Sie spielt eine wichtige Rolle im Christentum, da die Umwandlung Paulus laut dem Neuen Testament auf dem Weg nach Damaskus geschah. Und der ist derjenige, der den christlichen Glauben nach Europa gebracht hat und auch ein wichtiger Ort für den Islam befindet sich ebenfalls in Damaskus, ein sehr wichtiger Ort, und zwar die Umayyiden-Moschee. Kannst du uns etwas über den Krieg im Allgemeinen und aus deiner Sicht erzählen? Ja, also die Revolution im Jahr 2011 in Tunesien führte zu einem Dominoeffekt in mehreren arabischen Ländern. Mehreren arabischen Ländern brachen Revolutionen aus. Zu stürzen. Das wird als der arabische Frühling genannt. Und die Gründe für die Revolution, in meiner Sicht oder wie ich das erlebt bzw. gemerkt habe, ist erstens, Syrien ist eine Überwachungsstadt. Das heißt, keiner hat den Mut, seine kritische Meinung zu äußern, weil der Sicherheitsapparat sehr willkürlich handelt. Zum Beispiel, im Jahr 2011 wurden Schüler vom Alter 13 verhaftet, weil sie auch an einer Wand geschrieben haben, das Volk will das Regime stürzen. Und als Strafe würden ihnen die Fingernägel herausgerissen und sie wurden geschlagen. Und daraufhin begannen die Demonstrationen in Syrien. Und zweitens, es gibt soziale Ungleichheit, das heißt, der Präsident und seine Anhänger unterdrücken den Rest der Bevölkerung. Wie würdest du den Krieg
schildern, also was du selber erlebt hast. Was ich selber erlebt. Also ich musste jeden Tag nach der Schule nach Hause gehen, weil es zu gefährlich auf den Straßen war. Sobald es in der Nähe eine Schießerei anfängt, mussten wir alle auf den Boden legen und durften nicht aufstehen, um nicht getroffen zu werden. Und das kam einmal pro Woche, so als Durchschnitt. Und es gab manchmal wochenlang kein Wasser, kein Internet, kein Strom. Und wir sollten das, oder wir mussten das Wasser aus den Brunnen holen und abkochen, damit das trinkbar war. Kennst oder kanntest du jemanden, der während des Krieges zu Tode gekommen ist oder verletzt wurde? Viele eigentlich, aber einer davon ist mein Onkel. Bei einer Schießreihe wurde mein Onkel in die Brust getroffen. Und er hatte sein einjähriges Kind auf dem Arm. Aber das Kind wurde zum Glück nicht verletzt und mein Onkel wurde ins Krankenhaus gebracht. Und bei uns zu Hause wurde 3 oder 4 Kugeln getroffen. Und ich habe es eigentlich niemandem von meinen Freunden erzählt, weil das so normal war. Also wenn ich das jemandem erzähle, dann können sie lachen und sagen, sei dankbar, wir haben Granaten zu Hause. Ja. Hast du Heimweh? Eigentlich, ja, habe ich. Denn es einen großen bösen Krieg gibt, versuchen wir immer mit der Hoffnung zu lächeln, dass Syrien zurückkommen wird oder wie es in der Vergangenheit war oder noch besser. Okay, dann vielen Dank für das Interview, Mace. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Mhm. Und ja, danke, dass du so viel erzählt hast. Danke, Sophie.